Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Ich würde sagen, wir machen hier gleich mal die Nebenmission, die uns so ins Auge springt. Hey, ist da jemand? Ich bin im Holzlager eingeschlossen. Da sind überall Hackfressen. Hallo? Wollt ihr mich hier echt verrecken lassen? Hey, das nehmen wir natürlich an. Bin unterwegs. Verdammte Axt, danke dir. Warum habe ich Idiot diesen Job überhaupt angenommen? Hätte im Schützengraben bleiben sollen. Da gibt es keine verdammten Monster. So, er hat sich zu Ende ausgesprochen. Wir schauen mal. Macht eine Schnellreise Sinn? Wahrscheinlich nicht. Wir hatten ja hier auf die Karte gucken. Genau, jetzt kommen wir auch endlich hier runter. Dann können wir nämlich dort die Historiker-Mission noch machen. Und dann haben wir das Gebiet. Ja, wir retten doch schon den Holzfäller. Dann gibt's auch wieder Holz. Was ist denn hier mit der Matratze passiert? Achso, einfach nebeneinander gelegt. Der hier drüben ist Deluxe, der hat zwei. Und sogar wenn er besoffen aus dem Bett aufsteht, kann er gegen die Wand krachen, passiert gar nichts. Was machen die? Armdrücken? Ach nee, die haben hier ein Messer und Finger. Ah, wer hat's noch nicht gemacht? So, hier haben wir auch noch eine Mission. Wir nehmen die einfach schon mal mit an. Na, Himmel, Arsch und Zwirn. Wurde auch Zeit, dass sie Veränderte schicken. Wie sollen wir denn diese gottverdammte... Ich bin nicht wegen euch hier. Oh, shit, Mann. Wir könnten echt Hilfe brauchen. Wir haben keinen Kontakt mehr zum Holzfällerlager im Tal. Wer weiß, womöglich haben die verdammten Visagenfresser meine Arbeiter schon völlig zerfleischt. Erzähl mir von den Holzfällern. Hast du jemanden hingeschickt? Ja, na klar. Ich brauch das Holz, um die Gräben zu befestigen. Und liefern wir zu spät, sterben Leute! Bloß ist keiner zurückgekehrt. Ich weiß, du hast zu tun. Schließlich bist du verändert. Aber könntest du rausfinden, was ihnen zugestoßen ist? Ich geb dir euren Teil ab. Na schön, dieses eine Mal. Aber dabei bleibt es. Gib ihnen nichts, dann haben sie nichts in der Hand. So hast du dich im Griff. Indem du dich im Griff hast. Dieses eine Mal, aber dabei bleibt es. Ging's jetzt um die Mission? Oder um das Zeug, was er da liegen hat? Man weiß es nicht. Ich hoffe doch sehr um die Mission. Wo genau liegt das Holzfällerlager? Nimm den Fahrstuhl zum Hauptbereich. Da haben wir doch gleich zwei Missionen auf einmal. Ah, und was quatschen die denn alle hier so viel? Guckst du denn da oben hin? Da sitzt einer. Ja, dann passt das doch. Ich denke mal, die werden ja beide in der Nähe sein. So haben wir die beiden gleich miteinander verbunden. Dann haben wir die Historiker-Mission da hinten noch. Ganz schön viele Nebenmissionen hier in dem Gebiet. Aber es ist natürlich alles Loot und Erfahrung. Und natürlich auch noch ein bisschen mehr Spielspaß. Hey, Spacko, hörst du mich? Du musst rausfinden, was zum Teufel da draußen los ist. Wir müssen wieder an die Arbeit. Ja, versteh schon. Ich bin Geschäftsmann, verstehst du? Ich hab Verpflichtungen, die mich verpflichten. Die muss ich erfüllen. Das Geschäft muss wieder laufen. Die Show muss weitergehen. Klar soweit? Naja. Ja, starke Verpflichtung hat er. Gut, das da drüben ist dann, glaube ich, die Historiker-Mission. Wir haben ja aber hier einen Schnellreisepunkt. Das heißt, wir machen die dann einfach, wenn es soweit ist. So, wir waren auf jeden Fall schon mal hier. Und wir waren auch definitiv hier drüben. Und haben die doch auch schon gemacht. Oder bin ich jetzt verwirrt? Ich weiß, dass wir hier waren und dass wir da oben nicht weitergekommen sind. Doch, wir sind hier oben rein. Aber hier ging es dann nicht weiter. Wir hatten hier ein paar Leute ausgeschalten, aber es kann sein, dass ich einfach die Mission vorher nicht angenommen habe.
Naja, wir lassen uns mal überraschen. Aber in dem anderen Gebiet waren wir auf jeden Fall drin. Da waren auch Gegner, aber ich glaube... da war auch nichts. Also haben wir doch die Historiker entweder auch nicht abgeschlossen oder ach, ich weiß es nicht. Wir machen jetzt einfach alles, was hier rumliegt, damit wir es irgendwann mal schaffen. Kann man nicht mal mehr in Ruhe kacken? Haut ab, ihr hässlichen Wichser! Damit wir es irgendwann einfach mal schaffen, dass hier alle Quests auf der Map erledigt sind. Alles klar, du kannst raus. Warum hat er das jetzt abgebrochen? Okay. Komm raus. Komm schon. Raus da. Bist du wahnsinnig? Ich komme hier nicht aus dem Scheißhaus raus, bevor die Sonne nicht aufgegangen ist. Ich werde hier nicht bis Sonnenaufgang warten. Dann mach doch wenigstens den Generator an. Dann wird's hell hier. Gut. Ich mach den Scheißgenerator an. Was für eine Memme. Es ist doch hell. Was hat er denn? Schütze das Toilettenhäuschen. Na super. Ganz schön laut. Das Ding weckt noch die ganzen Und da sind sie schon. Kommen die alle nur aus der Richtung? Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Oh Gott, die kommen von überall. Brauchen irgendwie einen besseren Standpunkt. Ah, hinter mir. Ah, geh doch mal weg. Ah, wenn die einen nämlich einkreisen, können die ganz schön hässlich werden. Ja, jetzt natürlich auch noch von hier. Und auch noch ein Alpha. Ganz schlecht. Wo wir den mittlerweile auch echt easy wegbürsten. Ah, noch ein Alpha. Aua. Beruhig dich doch mal. Ah, jetzt habe ich das Ding ein bisschen schlecht eingesetzt, aber wir brauchten halt auch unbedingt Leben. Sag mal. Ah, shit. Sag mal, hackt's bei euch oder was? Alles nur, weil der hier ein bisschen Licht haben wollte. Vor allem, es ist nicht mal wirklich heller geworden. Zumindest nicht stark heller. Ach, es hört aber auch nicht auf. Wie viele denn noch? Komm schon, ich will noch nicht das, das Dings verlieren. Jawohl. So, der Alpha muss jetzt erstmal fort. Da haben wir es. So, dann können wir jetzt das erste Magazin einmal verschießen. Noch ein Alpha. Mist, jetzt haben wir nur noch einen. War ein bisschen doof, aber naja, ich glaube, es ist der letzte. So, da haben wir es. Ganz schön viel, um den Holzfäller zu retten. Dessen Boss ein kleiner Chunky ist. Ich hoffe doch. Was war das? Ist einfach noch gestorben oder so, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, hier gibt es vielleicht mal noch eine Kiste. Aber anscheinend nicht so. Wer, der braucht jetzt noch Klopapier. Ah, wir kriegen direkt eine Belohnung, ohne dass er nochmal was sagt, schiebt er uns unter die Tür durch. Ja, ist alles ganz schön beschissen. Hat auch nichts irgendwas Cooles drauf. Wir nehmen jetzt einfach mal das... Ja, nehmen einfach mal das Sturmgewehr mit. Es ist sicher. Kannst jetzt rauskommen. Um von dem nächsten verkackten Monster in Stücke gerissen zu werden? Nix da, ich bleib schön, wo ich bin. Dein Ernst? Wie du willst. Ich bin dann weg. Ach, war völlig für umsonst. Warum auch nicht? So, dann lasst uns mal kurz Mission gucken. Erreiche das Holzfällerlager. Achso, das Lager ist eigentlich hier drüben. Das ist nur das Holzlager. Okay. Gut, also er kommt nicht von der Toilette runter. Es war alles komplett für den Popo.
Ah, zumindest haben wir zwei lila Gegenstände bekommen und noch irgendeine schlechte Waffe. Wir müssen halt ein bisschen mehr zerlegen, also gerade die lila Gegenstände, weil uns fehlen ganz, ganz viele Splitter. Wir könnten schon längst stärker unterwegs sein, aber uns fehlt es halt zum Hochleveln. Darum sind die ganzen Nebenmissionen jetzt eigentlich auch ganz gut. Um halt den ganzen Spaß einmal alles einzusammeln. Und aufwerten zu können. So, das ist jetzt die andere Mission. Komisch, weil jetzt steht Historiker da. Achso, nee, wir sind jetzt hier. Ach, und das war dieses Abseilen vor uns, wo es runterging. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Historiker-Mission. Dann können wir uns mit der Schnellreise wieder nach vorne beamen. Machen die dritte Quest hier im Holzfällerlager und dann haben wir das geschafft. Hier waren auf jeden Fall Gegner, das weiß ich. Ich wundere es nur, weil wir waren schon hier, aber was? War das hier die Map, wo wir die Mission nicht abschließen konnten? Wo die Schnellreise, nicht die Schnellreise, das Navi wieder irgendeinen Quatsch angezeigt hat. Es sind zu viele Missionen, zu viele Quests und dann alles noch doppelt gespielt mit dem anderen Charakter. Deswegen ist das echt schwer, das alles ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber nichtsdestotrotz kämpfen wir uns jetzt hier durch. Ach Mist, rennt er nicht weg. Damit wir am Ende, wenn wir das Let's Play hier beenden, auf die Karte schauen können und einfach sehen, dass nirgendwo mehr Gelb oder Gold leuchtet. Und wir auch sagen können, dass wir das hier zu 100% gespielt haben. Da. Dann kümmern wir uns erstmal um die hier drüben. Gesetzloser. Alles Anarchisten hier. Oha, ach, immer die Scharfschützen. Ach. Das ist echt fies, ne? Und wieder scharf. Ah, nein, wenn der uns jetzt getroffen hätte, hätte das Ende sein können. Wir brauchen echt mal ein bisschen Leben. Ah, es ist halt, ne? Weltstufe 12, der Damage, der reinkommt, ist schon nicht ohne. Ich will jetzt bloß gerade ungern auf das Scharfschützengewehr wechseln, weil wir halt noch Lavageschosse haben. Sonst hätte ich geguckt, ob wir uns den damit mal krallen können. Komm, schieß. Nee, der will nicht. Ist bloß noch der Scharfschütze. Oha, vor allem, ich hab den getroffen, ne? Der taumelt nach hinten und schießt mich trotzdem noch ab. Oh, hier ist noch einer. Einer ist gut. Wir machen mal diesen hier. Den haben wir alle getroffen. Und dann müssen wir uns langsam wieder Deckung suchen. Ah, es war ganz geil mit der Asche-Detonation gerade. Wir haben ja auch die Schadensverkettung noch drauf. Ich glaube, das hat uns das Leben gerade echt einfacher gemacht. So, und da haben wir es. Stufe 27 erreicht. Wieder mehr Leben, mehr Anomaliekraft. Leider kein Klassenpunkt. Nee, aber die Mission können wir noch nicht gemacht haben, weil die Historiker, also generell die Historiker, die Kopfgeld- und die Jägermission. Ist im Beauvoirs Museum besser aufgehoben. Die kann man definitiv nicht aus Versehen doppelt spielen, beziehungsweise nicht nur aus Versehen, sondern auch irgendwie bugtechnisch. Glaube ich nicht, dass das geht, weil man die ja am Ende. Aua! Hä? Warum hat's denn jetzt gebrannt? Okay, ja, weil man die ja am Ende abgeben muss und erneut spielen kann und so weiter. Und ich glaube, bei denen sollte das nicht so fehlerhaft sein wie vielleicht bei manch anderer Mission. Ich sehe zumindest wieder keine Kiste. Dann reisen wir mal zurück. Je nachdem, wie lange das jetzt hier unten dauert, dann hätten wir es echt geschafft, in einer Folge 3 Quests abzuschließen. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber das sieht mir
nach ein bisschen mehr Arbeit aus als die letzten zwei Quests. Naja, mal schauen. So, wir sind hier runtergejumpt. Wir kommen bloß nicht mehr hoch. Ach doch, hier drüben ist das Seil. Warum übernimmt Corrigan denn ein Holzfällerlager? Gute Frage. Corrigan war doch, glaube ich, der Typ, von dem wir die Bailey mitgenommen haben. War ja auch alles hier so in der Gegend. Wo auch Jenna herkommt, ne? Bailey hat uns ja nur begleitet, um die zu eskortieren, beziehungsweise wir haben die begleitet. Oh shit. Wir haben gar keine Deckung mehr. Bisschen schlecht. So, wo seid ihr? Einer ist noch hier. Ah, die haben ein bisschen mehr Rüstung. Da tut die Verbrennung auch nicht so viel. Aber trotzdem alles ein Kinderspiel für uns. Müssen halt immer nur gucken, dass wir nicht zu viel Damage kriegen, dass wir mal ein bisschen in der Nähe von der Deckung sind. Eigentlich sind es eher so die Fernkämpfe, die uns ein bisschen mehr zu schaffen machen, so wie jetzt hier. Schade. Das müssten wir halt mehr mit dem Scharfschützengewehr erledigen. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen in das Sturmgewehr verliebt, wie man ja auch merkt. Deswegen kommt das Scharfschützengewehr nicht mehr ganz so oft zum Einsatz wie vorher. Komm raus. Oh, oh, hier ist gleich einer vor uns. Hä? Was war denn das? Sah gerade aus, als wäre direkt einer, als wir im Visier waren, vom Scharfschützengewehr an uns vorbeigerannt. Entweder ist er das und wir haben ihn, obwohl wir hätten den nicht mit... Ui! Den glaube ich nicht mit einem Schuss weggemacht, dass ich den aus Versehen abgeballert habe. Oder ich habe einfach Halluzination. Aua, ist doch gut. Versuch mich mal ein bisschen zu beeilen, dass wir das noch schaffen in der Folge. Wir haben nur noch 2 Minuten. Die Sache ist, ich kann hier wieder zwischendurch nicht abbrechen. Sonst müssen wir das, muss ich das, wenn ich das Spiel neu starte, alles nochmal spielen. Ach, shit, 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 shit. Vor allem, ich sage, ich will mich beeilen und sterbe fast. Das war gerade echt eine knappe Kiste. Aua. Auch mal ein bisschen Leben. Dankeschön. Okay, der Anführer hält echt viel aus. Wir kümmern uns erstmal um die hier oben. Au. Hä? Gar nichts gesehen. Gib mir Leben, gib mir Leben, gib mir Leben. So, gut, erstmal der Anführer weg. Ich hatte zwar so ein Geräusch gehört von so einer Rakete, Granate, Mörser, ihr wisst schon. Aber ich habe keinen roten Kreis gesehen. Und dachte ich mir, er hat vielleicht irgendwo anders hingezielt. Beziehungsweise mich verfehlt. Aber dem war anscheinend doch nicht so. Ja gut, notfalls machen wir halt 2, 3 Überminuten. Ah, dann haben wir das alles hier in einer Folge abgeschlossen. Ist doch ziemlich cool. Ist eine ganze Menge passiert. Sieht gut aus. Wenn es das schon war. Du hast nochmal schnell nach einer Kiste geguckt. Aber es sieht irgendwie noch nicht so aus, als ob es das gewesen wäre. Wo müssen wir hin? Ah, oh Gott. Richtig viele. Eine richtig beschissene Stellung. Hinter uns? Nee. Sah gerade irgendwie kurz so aus auf der Minimap. So, Freundchens. Wie weit geht der Kreis? Eigentlich gar nicht so doofe Stellung hier, weil die kommen hier alle durch einen Eingang reingerannt. Das macht es uns doch ein bisschen einfacher. Können wir uns dann prinzipiell eigentlich auch mal mit
Scharfschützengewehr holen hier drüben. Warum treffe ich den denn nicht? Habe ich jetzt diesen Haken getroffen? Ach, shit. Cool, wie er in der Luft stehen geblieben ist. Mir da egal, ich lege mich mit jedem an. Ich bin verändert. Verstehst du? Ach, shit. Vorarbeiter Bob. Oh nein. Vorarbeiter Bob hält eine ganze Menge aus. Hat sich bestimmt zwei Bs auf die Arschbacken tätowieren lassen. Dann wird man automatisch härter. So. Wir brauchen mal Leben jetzt unbedingt. Und der Bob muss dran glauben. Eigentlich gerade gar keinen Bock so. Shit, wir sind in einer Sackgasse. Er macht eine Barriere, das heißt, wir können wegrennen. Schaden können wir ihm gerade eh nicht zufügen. Komm schon, Bob. Da haben wir ihn. Gib mal was Schönes. Nur blau. Nee, einmal lila. Okay. Denn wir bleiben wach, bis der Loot wieder lila ist. So, ja, wird wohl doch ein bisschen mehr als 2-3 Überminuten. Ist jetzt aber auch ein Riesenkampf. Aber egal, dann geht die Folge halt mal ein bisschen länger. Ist ja auch nicht so wild. Bloß sterben möchte ich nicht unbedingt und wir müssen halt echt gucken. Nein! Och, das gibt's doch nicht. Ach, vor allem ich sag's gerade noch, ne? Es war so dumm, wir hatten eigentlich volle Leben. Ich wollte bloß schnell wieder hier hinterrennen. Ich hätte ja auch dort oder so in Deckung gehen können. Ja gut, da müssen wir doch leider hier erstmal Schluss machen an der Stelle. War wirklich keine Absicht. Dann machen wir morgen bei der nächsten Folge hier das noch weiter und dann können wir zum nächsten Gebiet reisen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin. Macht's gut.